Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Obi-Wan Fallen Order. Ganz ruhig. Wir sind mitten in der Sabrak-Stadt und sie haben uns noch nicht entdeckt. Wir haben uns noch nicht entdeckt. Ja, wir haben uns entdeckt. Wie haben die mich denn jetzt gesehen? Wodurch denn? Kann ich die einfach mit einer Vase erschlagen? Indem ich die jetzt runterschiebe? Er will nicht. Schade. Gut, dann machen wir es halt so. Ja, klar trifft er den Schuss. Alles klar macht er das. Juhu, was kommt denn hier alles? Liebe Leute, was ist denn hier los? Moin, ne? Wie geht's? Wie steht's? Oh, Hilfe, der macht einen Super-Duper-Schlag. Super-Duper-Schlag. Machen wir es mal so. Und jetzt, jetzt. Die Kombo, Leute. Die Kombo. So soll es nämlich aussehen. Ach, mein Gott, ich werde mit Gift geboxt und weggehauen und alles ist negativ. Na, der macht den Schlag. Wir müssen jetzt eine Stadt ausmerzen. Obi-Wan war wieder mal unterwegs im Ausmerzer-Modus. Denn er hatte Bock, Genozid zu betreiben. Die Datumirianer waren ihm ein Dorn im Auge. Die spinnen sowieso. So, jetzt ist die Stadt auch wirklich komplett leer geschossen. Alle tot. Ich bringe Frieden und noch mehr Frieden auf diese Welt. Es gibt keine Angst, nur Gelassenheit. Es gibt keinen Krieg, nur Frieden. Ich weiß nicht genau, ich kann den ganzen Jedi-Kodex nicht auswendig, aber Obi-Wan hat da seinen eigenen Kodex. Er bringt auf jeden Fall den Frieden in die Galaxis. Komm her für den Frieden! Ja, das sind die Rollenbrüder. Hä? Was haben die denn gemacht gerade? Das war ja so schlecht. Einfach sich in den Gegner reingerollt. Mehr Bogenschützen? Lass weg, du, das Alter, also, alles klar. Yo, das war ja der beste Lichtschwertwurf überhaupt. Explodiert einfach seinen Kopf, oder was? Hey, wo kommst du denn jetzt zu her eigentlich? Ich krieg mich ja auch nochmal runtergestoßen. Oh, ist hinter der Wurzel verschwunden. Oh mein Gott, der kleine Obi. Ach, jetzt kommt ja die Szene. Oh, werden hier die Gegner verdoppelt? Das kann ja dann richtig schwierig werden, du. Ich heiße Obi-Wan. Und wie heißt du? Was? Was? Hä? Meister, warum sind hier Spinnen? Was ist denn hier los? Nee, ich will ja. Kann ich hier sterben? Meister, was ist denn da oben los bei Ihnen? Warum stehen Sie da mehrfach da? Und da sind auch noch mehr Spinnen. Warum sind denn da Spinnen? What the fuck, Leute? Da ist noch eine Spinne in der Wand drin. Der wirft die Bälle auf die. Der wirft die Bälle auf die. Aber das Rätsel ist auch irgendwie nicht richtig. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Kann ich auch einfach so machen. Aber das ist ja hier total verrückt, Leute. Ich glaube, es wird nicht weitergehen. Der hat den mit dem Ball erschlagen. Nur wie klein der auch ist. Die mobben den. Doch, jetzt geht's weiter. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehl. Draka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Wir haben das mit diesem scheiß Ball beworfen. Seid ihr okay? Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Das ist viel zu bescheuert. Oh, warte. Ich spüre eine Erschütterung in der Macht. Überall fliegen Bälle durch die Gegend. Oh Mann, das ist einfach so schlimm. Es ist keine Zeit. Wir müssen da liegt der Medizinball. Schnell. Zu den Rettungskapseln. In die Wartungsgänge. Stehen. Ja. Los! Ja! What? Nein, halt! Die werden auch verdoppelt, ich sehe schon. Das ist ja super geil hier, Alter. Wir brauchen Verstärkung. Die wurden einfach draußen ausgesperrt. Was ziehen, um durchzukommen?
Das ist fantastisch, Leute. Die Stelle ist. Aber warum waren denn da Spinnen? Das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Aber es ist einfach fantastisch, wie der Typ da die Klone totgemobbt hat mit seinen Medizinballtricks. Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sogar die da unten sind verdreifacht und verdoppelt. Oh. Hey, was war das? Tato einer! Was war das? Tato einer, oh, ich kann nicht klettern. Oh, das ist nicht gut, wenn man nicht klettern kann gleich in der Szene. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Das geht aber, naja, da kann ich klettern. Ich kann mich, glaube ich, nur nicht festhalten an Objekten, wenn ich mich nicht täusche. Okay, wir müssen da hin. Ich hab nicht Kontakt zu dem Kleinen. Ich darf nur nicht stehen bleiben. What? Oh, ich dachte schon. Es sind auch ein paar viele, die auf dich feuern. Wenn das jetzt noch mehrere, what the fuck? Dein Lichtschwert. Wirft jetzt wieder mit Bällen? Weiterklettern, wir treffen uns vorne. Wie dein Rücken geschossen wurde gerade. Okay, ich glaube, die Kletterszene. Der wirft immer mit Bällen, man hört das. Da stehen schon wieder mehrere Jarapatorfalls. Was machen die denn da? Das ist ja viel zu witzig. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich will's sehen, Leute. Oh, ich glaube, das ist die normale Sequenz. Schade. Nur nicht verdoppelt. Ist aber interessant zu sehen, welche Gegner hier echt sind und welche dann nur wirklich Show. Ne? Das ist ja dann anscheinend wirklich nur Show. Wir müssen sofort weg. Die überhaupt nicht wirklich existieren. Währenddessen andere tatsächlich wirklich existieren und auch attackieren. Die werden dann alle verdoppelt. Das ist auch nur eine Sequenz anscheinend. Nee, das ist auch die normale Sequenz. Schade. Aber geil, Alter. Was für eine geile Sequenz. Warum waren denn da Spinnen? Das frage ich mich bis heute. Also warum? Qui-Gon! Okay. Was passiert denn jetzt? Schönen guten Tag. Hallo. Na? Es ist Zeit für die Ausbildung. Ist das so? Jetzt seid ihr schon vier. Bewerft ihr mich jetzt wieder mit Bällen? Ihr seid solche Mama, ey. Wo habt ihr eigentlich immer diese Bälle her? Was hab ich denn gemacht? Ich heiße der Richtige, der hier, glaube ich. Ich glaube, ich muss den immer wieder angreifen, während mich alleine. Ja, was für Disziplin, um ihn mit Bällen zu bewerfen. Weißt du, wie doll die wehtun, so Medizinbälle? Ich hätte überlebt. Mein Blut an deinem. Jetzt hören sie auch alle auf. Du bist ein Versager. Du bist kein. Der eine hat sich einfach dazwischen gestellt. Ja, was war denn das? Hat man die Glatzenkappe gesehen von Obi-Wan? Hä? Was ist mit den Haaren los? Da sieht man einfach den Cut. Was hat denn der in den Haaren drin? Was hat denn der für komische... was ist denn Obi-Wan? Du ekliger, du. So, jetzt ist auch wieder normal, Leute. Jetzt ist auch wieder normal. Aber ich würde sagen, wir hören jetzt hier an der Stelle erstmal auf. Das war's wieder mal mit Obi-Wan Fallen Order. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.